Heute habe ich ein Thema für euch. Ich sende euch auch ein Herz. Heute habe ich ein Thema für euch, was ich ganz wichtig finde, um tatsächlich unterscheiden zu können, wo lege ich denn mein Geld an? Es gibt da so ein paar Systematiken, die uns nicht so klar werden, wenn wir uns noch nie damit auseinandergesetzt haben. Und deswegen möchte ich euch da das ganz kurz runterklamüsern, damit ihr versteht, ja, wo auch Kosten in Produkten, in Finanzprodukten herkommen und wie ihr es am Ende natürlich besser machen könnt. Ne? Das ist ja der Grund, warum ihr einschaltet, das ist der Grund, warum ich das mache, damit ihr mehr Geldwissen, damit ihr mehr Finanzwissen habt, damit ihr das einschätzen und beurteilen könnt, was euch da so umgibt an Finanzen, an Finanzkram und an dem, was man euch anbietet. So, und wir fragen uns ja alle, wo lege ich mein Geld am besten und am schlauesten an? Und dafür müsst ihr wissen, dass es im Grunde nur für Privatanlegerinnen, ich rede jetzt nur mal von uns, ich rede nicht von den Profis, aber für uns als Privatanlegerinnen gibt es nicht so viele Anlagemöglichkeiten und auch ja, Anlagemöglichkeiten. Wir nennen das Assets, Assetklassen. Ein Asset ist Englisch, das wisst ihr, muss ich euch nicht sagen, heißt aber nichts anderes als Vermögenswert. Ein Asset ist ein Vermögenswert. Einfach übersetzt. Und eine Asset-Klasse ist eine Vermögensklasse. So, was sind nun Assets, also Vermögenswerte? Zählt ihr euch bestimmt im Kopf schon so einiges auf, ne? Aktien zum Beispiel sind Vermögenswerte, also Anteile an Unternehmen, gehandelt über eine Börse, ne? Land ist zum Beispiel, Boden ist zum Beispiel ein Vermögenswert. Eine direkte Unternehmensbeteiligung, nicht börsengehandelt, ist auch ein Vermögensgegenstand. Oder auch Rohstoffe sind natürlich auch Vermögensgegenstände. Und im Grunde wir auch, du und ich, wir sind im Grunde auch Vermögensgegenstände, weil wir können ja etwas, ne? Wir haben fachliche Qualitäten, wir haben menschliche Qualitäten. Auch das ist ein Vermögenswert. Ja, doch, kann man schon so sagen. Und dann gibt es natürlich noch als Vermögenswerte Anleihen. Anleihen, ist ganz kurz gesagt, im Grunde ist das ein Kredit auf einer höheren Ebene. Also wenn der Staat sich von uns, Privaten, Geld leihen möchte für zum Beispiel eine neue Autobahn, dann gibt er eine Staatsanleihe aus. Wir sagen, okay, ich gebe dir 1.000 Euro, du gibst mir die 1.000 Euro in 5 Jahren zurück, bezahlst mir noch einen Zins dabei danach oder während dieser Zeit, während der 5 Jahre, zahlst du mir einen Zins und am Ende der 5 Jahre kriege ich mein Geld zurück. Das ist eine Anleihe. Der Staat, ein Unternehmen leiht sich über den Kapitalmarkt, also wieder über die regulierten Börsen, Geld von einer Masse, ne? Von uns, von Unternehmen, von anderen Staaten auch, leiht es für seine Zwecke. Das sind Anleihen. Das sind alles Vermögenswerte. Und im Grunde könnt ihr sagen, die Vermögenswerte, die ihr anfassen könnt, mal im übertragenen Sinne, aber wirklich anfassen könnt, das sind Sachwerte, das sind Sachen. Und die ihr nicht anfassen könnt, das sind Geldwerte. Ne? Alles, was im Grunde auf Kredit basiert in irgendeiner Form, das sind Geldwerte. Devisen ist Geld, Paul. Devisen sind fremde Währungen quasi. Ne? Also US-Dollar, Yen und so weiter. Also Geld und Anleihen. Du kannst ja auch eine Anleihe, du kannst ja selber auch dem japanischen Staat zum Beispiel Geld leihen. Ne? Wird dann umgetauscht in Yen. Das sind Geldwerte. Ne? Geld und Anleihen sind Geldwerte und Sachwerte ist im Grunde alles, was ihr anfassen könnt, was ich euch vorher schon gesagt hatte, ne? Aktien, Land, Rohstoffe, Unternehmensbeteiligung. Ich habe bestimmt noch was vergessen, aber das sind so die großen Kategorien. So, und nur in diese Dinge können wir Geld anlegen. Produktiv, damit es produktiv arbeitet. Die Profis genauso wie wir. Etwas anderes gibt es nicht. Aber jetzt sagt ihr ja, Dani, hey, guck mal, ich habe doch hier eine Riester-Rente oder da ist doch hier irgendwo ein so Fonds und was ist denn jetzt mit ETFs? Und da kommen wir dann nämlich zu der nächsten Ebene. Das ist die eine Ebene, die wir haben, die Geldwerte und die Sachwerte. Und dann kommt da eine Verpackung drumherum, zum Beispiel ein Fonds. Ein Fonds ist eine Einrichtung, wo ein Management
nach bestimmten Regeln Geld von vielen Menschen einsammelt, von vielen Investoren, also von uns, und nach einem bestimmten Zweck diese Gelder anlegt in Unternehmen, also in Aktien, in Büroimmobilien, in Land, in direkte Unternehmensbeteiligung, in Rohstoffe, aber auch in Cash, ne? In vielen Fonds liegt natürlich auch Cash, in Anleihen oder auf Tagesgeldkonten oder anderen Konten. Das ist eine Verpackung. Der Inhalt ist aber immer der gleiche. So, das ist die eine Verpackung in Fonds, in quasi Geldsammelstellen, die etwas zu einem bestimmten Zweck anlegen. Und dann gibt es noch eine Verpackung und die kennt ihr auch alle. Zum Beispiel die Riester-Rente, über die ich ja am Wochenanfang gesprochen hatte. Die Riester-Rente ist dann nochmal eine Verpackungsstufe obendrauf, ne? Der Fonds und dann wird nochmal ein Versicherungsmantel drumherum gepackt. Das heißt, ihr habt Aktien, ich bleibe jetzt mal einfach bei Aktien. Ihr habt Aktien, die werden verpackt in einen Fonds und über den Fonds wird nochmal ein Mantel drüber gelegt. Und das sind dann zum Beispiel fondsgebundene Lebensversicherungen, kapitalgebundene Lebensversicherungen, Riester-Renten, private Rentenversicherungen und so weiter. Die greifen auf einen Fonds zu und darin liegen Aktien und vor allen Dingen auch Geldwerte, also Anleihen und tatsächlich Tagesgeldkonten, also Cash. So, das ist diese Stufe und das ist immer wieder dasselbe. Für Profis gibt es dann noch Derivate, das sind abgeleitete Wertpapiere, wie Zertifikate zum Beispiel oder auch Optionen. Aber auch die greifen immer auf die Klassen, die Assetklassen, die Vermögenswerte zurück, die ich euch gesagt habe. Entweder kreditbasierte, also Studentenkredite, auch gebündelte Studentenkredite, Hauskredite, alles das sind Anleihen, sind Geldwerte oder dann tatsächlich Aktien und Ländereien und so weiter. Es sind immer wieder dieselben Vermögenswerte für alle. Und das ist wichtig zu verstehen, damit ihr wisst, dass ihr im Grunde stellt sich ja dann die Frage, warum mache ich es dann nicht selber? Wozu brauche ich einen Fonds? Wozu brauche ich einen Versicherungsmantel? Ne? Weil ihr müsst auch wissen, jede Ebene will natürlich ihr Geld haben. Ne? Das Fondsmanagement möchte natürlich sein Geld haben, bringt eine eigene Meinung mit rein, die nicht eure sein muss. Die machen da irgendwas, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Und der Versicherungsmantel, der muss ja auch bezahlt werden. Ne? Da sitzt auch wieder ein Management da, die sich auch wieder irgendwas ausdenken, die es vielleicht auch noch nicht mal richtig hinschreiben müssen und euch noch nicht mal Rechenschaft schuldig sind. Also der Fondsmanager ist euch bis zu einer gewissen Form Rechenschaft schuldig, aber nicht bis zum Nullpunkt. Also müssen nicht alles sagen und die Versicherungen müssen euch schon dreimal nicht alles sagen, was sie mit eurem Geld machen, das letztlich in diese Vermögenswerte investiert wird. Und ich denke, das zu verstehen, diese Systematik zu verstehen, ist wichtig, um sich Gedanken darüber zu machen, was du jetzt für dich machen kannst, tatsächlich, wo du dein Geld anlegen kannst. Und ob du dazu unbedingt eine Verpackung brauchst, wie einen Fonds. Zum Beispiel, ein Fonds ist ja auch zum Beispiel ein ETF, das ist ein börsengehandelter Indexfonds oder einen aktiv gemanagten Fonds. Ein Öko-Invest zum Beispiel ist ein aktiv gemanagter Fonds, wo ein Management die einzelnen Unternehmen reinkauft, die einzelnen Aktien reinkauft zum Beispiel. Und die Frage ist eben, was möchtest du haben? Die Systematik ist aber immer dieselbe, ne? Und es ist eben eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich kaufe mir direkt eine Aktie, ich kaufe mir direkt eine Immobilie. Immobilie habe ich vergessen, bei den Vermögenswerten, Sachwerten, das war's, ich wusste es. Eine Immobilie. Oder kaufe ich mir einen Fonds und streue damit mein Risiko. Oder kaufe nochmal eine Verpackung obendrauf, eine Versicherung, warum auch immer. Weil ich vielleicht nicht gut mit Geld umgehen kann, weil ich mich immer an meinem Fonds bedienen würde, weil ich immer das Geld wieder rausziehen möchte, was natürlich total kontraproduktiv ist, wenn ihr Vermögen aufbauen wollt. Aber ihr seid stark genug im Kopf, keinen Versicherungsmantel brauchen zu müssen. Okay? Also, das ist die Systematik, die immer tatsächlich die gleiche bleibt. Und was ihr jetzt nun tun könnt, also schlau in Geld anzulegen, das würde ich euch morgen erzählen, denn ihr merkt ja schon, wenn ich so sage, ja, schlau in Geld anlegen und so weiter, dass das wahrscheinlich nicht der Stein des Weisen ist, wenn immer noch eine Verpackungsstufe dazukommt.
Na, Stichwort Riester, was ich ja die vergangenen Tage schon erzählt hatte. Ich gucke mal durch, was ihr geschrieben habt, denn der ein oder andere hat hier was noch dazu geschrieben. Ja. Sekunde. Luftschloss, was gibt es hier noch? Sarah fragt, woher weiß ich, wer der Fondsmanager ist? Wer ist das? Ja, gute Frage. Woher weißt du das? Naja, wenn du in einen Fonds investierst, steht an diesem Fonds, also da steht ja, der hat ja einen Namen, dieser Fonds. Und dieser Name und dieser Fonds hat auch eine Wertpapierkennnummer, eine WKN-Nummer. Diese Nummer kannst du nachschlagen und dann kannst du dir angucken, wer legt diesen Fonds auf, also welche Gesellschaft. Ne? Da steht dann, was weiß ich, Luxemburger Finanzmanagements, Top Invest oder so. Und dieses Management hat oder diese Firma hat verschiedene Manager. Die kannst du dir auf der Seite angucken. Dennoch weißt du nicht unbedingt, welches Fondsmanagement-Team gerade deinen Fonds managt. Manchmal weiß man das, manchmal wird es tatsächlich publiziert, aber nicht immer. Also es ist, was ich auch nicht so gut finde. Eigentlich könnte der Chef des jeweiligen Fonds immer genannt werden. Bei manchen Fonds wird es tatsächlich gemacht. Ich weiß so, bei den ganz großen Fonds, da treten tatsächlich die Fondsmanager manchmal in die Öffentlichkeit und sagen, ja, hier, ich bin derjenige welche. Aber das ist nicht üblich und das wird auch nicht bei allen Fonds gemacht. Ich weiß gar nicht, wenn man bei seiner Fondsgesellschaft anruft und fragen würde, hier, wer macht das genau, ob du da eine Antwort kriegen würdest. Aber letzten Endes, wenn du die Wertpapierkennnummer weißt, genau den Namen des Fonds weißt, dann kannst du dich auf die Suche machen und gucken, ob du vielleicht den Namen des Fondsmanagers herausfindest. Na? Okay, was gab es hier noch für Fragen? Ich kam gerade erst dazu, ist ein ETF also auch ein Mantel? Ja, natürlich ist ein ETF ein Mantel. Es ist ein Fondsmantel. Es ist eine Verpackung, ne? Es ist ein Fonds, ein Korb, ein Management-Team hat ja auch ein Management-Team, wenn auch nur ganz kleines. Management-Team sagt hier, leg einen ETF auf, sammelt von uns Gelder ein, sammelt die in einen Fonds, steckt sie in einen Fonds rein, kauft die ETF, ne, und gibt uns einen Anteil von diesem ETF weiter. Ja, das ist eine erste Verpackung, ein Fonds. Genau. Nicht benötigt. Den Fonds, den man nicht benötigt. Doch, 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 das kann schon eine gute Sache sein, weil der Fonds, weil du musst dir vorstellen, du hast vielleicht noch nicht ganz so viel Geld oder hast normales Geld zur Verfügung, 100 Euro im Monat zum Sparen oder 200, 300. Und dann überlegst du dir, du möchtest gerne in Aktien investieren oder vielleicht in Immobilien zum Beispiel. Bleiben wir mal bei Aktien. Und du bist aber jetzt nicht so, nicht wirklich betriebswirtschaftlich ausgebildet, kannst Bilanzen lesen oder hast jetzt auch keine Zeit, weil du hast gerade Kinder gekriegt und einen herausfordernden Job, dich wirklich so tief reinzuknien in Aktien. So, weil ansonsten würdest du vielleicht eine Aktie kaufen oder dann vielleicht noch mal eine Aktie, aber damit gehst du ganz hoch ins Risiko. Das heißt, es ist für dich sicherer, wenn du sagst, nö, ich nehme lieber diesen Fonds zum Beispiel, ETF oder auch einen aktiv gemanagten, sagen, nee, die sollen das mal für mich machen, ich zahle da 200 Euro in den Fonds ein und ich kaufe damit sofort Anteile an 1600 Unternehmen. Dadurch streust du dein Risiko fast gegen null und das ist natürlich viel cleverer. Das heißt, ein Fonds an sich ist weder gut noch schlecht. Erstmal, es ist einfach eine Art von Verpackung, die gut sein kann für uns oder auch nicht. Das ist dann die Bewertung, die du danach anstellst, ne? Aber der Gedanke ist genau richtig. Doch theoretisch, wie gesagt, wenn du dein Risiko streuen willst und deine Renditechancen aber hochhalten möchtest, sind Fonds für Privatanleger wie uns eine sehr gute, sogar wahrscheinlich die beste Lösung, ja. Bitte, Sarah. Okay, was haben wir noch? Ja, okay. Schön. Risiko null, ja, Captain Sven. Ja, das Risiko, wenn du deine Geldanlage tatsächlich wirklich breit streust, kannst du über die Zeit, okay, Punkt. Kannst du über die Zeit dein Risiko
relativ gegen Null fahren. Aber es ist richtig gut, dass du nachfragst. Du brauchst natürlich eine gewisse Zeit. 15, 20 Jahre solltest du tatsächlich dann dein Geld auch liegen lassen. Dann erst kannst du das Risiko tatsächlich gegen Null fahren, aber nur in dieser Zeitspanne. Richtiger Nachtrag. Okay, danke. Ime, würdest du sagen, dass Vermögensaufbau bei einer Versicherung ist für Anfänger? Nee, würde ich nicht sagen. Nein. Das ist so, eigentlich ist es ganz lustig, weil Versicherungen, eigentlich würde man ja sagen, dein Gedanke ist nicht schlecht, weil ja, fängst mit Versicherung an und tastest dich vor, aber genau das ist es nicht, weil das offenbart sich im Grunde schon, wenn du einen Versicherungsvertrag liest. Da merkst du sofort, ich verstehe das nicht. Also, ich habe noch keinen Versicherungsvertrag gelesen. Ich meine, ich habe auch noch nicht so viele gelesen, aber wo ich gesagt habe, boah, das verstehe ich aber alles, das ist ja easy hier. Na? Nee, gar nicht. Hochkomplexe Produkte, solche Versicherungsprodukte. Deswegen, nein, Versicherungen sind nichts für Anfänger. Und meiner Meinung nach sind auch Versicherungsverträge nicht die richtige Wahl zum Vermögensaufbau, weil du packst ja immer noch mal so einen Mantel oben drauf. Und beim Vermögen wollen wir ja. Wir wollen, dass der steigt, dass unser Vermögen steigt. Ne? Du möchtest ja die Produktivkraft einfangen, dass sich mitsteigt. Ein Versicherungsmantel federst du ja alles ab, jedes Risiko. Aber wenn du kein Risiko eingehst, dann kriegst du auch keine Rendite. Deswegen, nee, Versicherungen sind nicht für Anfänger. Das kannst du kannst als Anfänger schon was anderes auch machen. Schalt morgen ein, dann sag ich dir, wie das auch als Anfänger, wie du dich da langsam ranrobben kannst. Okay? Tossier, ich habe den Anfang verpasst. Ja, das ist schade, aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Ich lade das Video, steht ja jetzt 24 Stunden da, und ich lade das auch noch mal auf meiner Website hoch, geldfrau.de, auf dem Blog. Dauert noch ein paar Tage. Ich habe gerade erst ein technisches Update gemacht auf der Seite, und das kommt jetzt in den nächsten Tagen, lade ich die nach und nach hoch. Also geh auf meine Seite, trag dich auch gerne in mein Newsletter ein, geldfrau.de. Da findet ihr unten immer Richtung Footer die Maske für den Newsletter, und dann schreibe ich auch immer, wo ich bin oder eben was es Neues gibt, und da kommt dann auch der Link dazu. Okay? Also, warum so lange liegen lassen? Luftschloss. Du meinst diese 10, 15 Jahre, schätze ich mal. Ja, weil dann zumindest bei Aktiengeschäften, die historischen Daten zeigen, dass nach 15 Jahren Liegedauer die mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit die Durchschnittsrendite pro Jahr 6% beträgt. Das ist einfach eine historische Erfahrung, die natürlich in der Zukunft anders sein kann, klar, aber es ist eine historische Erfahrung von seit 100 Jahren, seit mehr als 100 Jahren. Deswegen lange liegen lassen, um die Schwankungen an den Märkten, die wir ja haben, die ihr ja jeden Tag auch seht, einfach auszugleichen, ne? Okay. Prima, ich freue mich auf die Tasse Tee. Ja, hier nochmal meine Tasse Tee. Hi. Paul fragt nochmals, wenn ich jetzt aber nicht 15 bis 20 Jahre warten will und auch mit kleinem Vermögen anlegen möchte. Ja, Paul, das kommt natürlich immer darauf an, was du willst, was dein Ziel ist bei der Geldanlage. Vermögensaufbau, da sprechen wir in der Tat immer ab 15 Jahre Vermögensaufbau, und alles darunter musst du eben vorsichtig sein. Da musst du in der Tat abwägen, wann du dein Geld brauchst, wie du ins Risiko gehen kannst. Und ja, genau, das musst du dir dann auch überlegen. Das ist dann vielleicht noch ein anderes Thema. Aber unter 15 Jahren riskant anzulegen, wird dann riskant. Aber das kommt dann auch noch auf dein Alter drauf an. Wenn du sehr jung bist, ist das noch was anderes, als wenn du dann schon ein bisschen älter bist. Okay, kannst du nochmal schreiben, für was genau du was brauchst, wofür genau du Geld anlegen möchtest. Vielleicht erklärt sich das dann relativ einfach. Okay. Okay, Paul fragt nochmal, ab dann ist Risiko, wenn man wirklich was rausbekommen möchte. Okay, ja, genau. Also wenn du wirklich Rendite haben möchtest, Paul, dann musst du ins Risiko gehen. Ohne Risiko, ja, du weißt ja, no risk, no fun, ne? Und ohne Risiko gibt es auch keine Rendite. Und Risiko ist einfach ich bleibe wieder bei Aktien,
Tatsächlich, wir können ja unsere Welt nicht vorhersagen und die Wirtschaft arbeitet, wie sie arbeitet, in den gegebenen Rahmenbedingungen aus Politik, aus Ressourcen, aus Technologie und wir wissen nicht, was kommt. Aber wenn wir einen positiven Blick auf die Welt haben, denken wir, das geht schon weiter und das ist das Risiko, was wir eingehen, dass wir nicht wissen, was kommt. Aber die Wirtschaft hat sich in den vergangenen 100 Jahren immer positiv entwickelt und wir hoffen einfach, dass es so weitergeht und nehmen dann eben die Renditen mit. Na? Okay. So, was haben wir hier noch? Was hatte ich hier noch? Okay. Bitte, bitte, woher hast du dein ganzes Wissen, Kinderbetreuungsharm Jans? Sag ich dir gleich. Ich habe noch 9 Jahre Zeit. Ja, bei 9 Jahren kommt es drauf an, Luftschloss, ob du dann in Rente gehen möchtest oder ob du noch 9 Jahre Zeit hast, weil du dir eine Immobilie kaufen möchtest. Das kann ich so nicht sagen. Und ich kann auch sowieso nichts empfehlen, weil ich dazu deine Situation kennen muss. Sonst geht das nicht. Ne? Das wäre unseriös und das mache ich nicht. Woher hast du dein ganzes Wissen? Na, ich bin, ja, Studium. Lebenserfahrung, eigene Anlageerfahrung, langjährige Arbeit als Wirtschaftsjournalistin, und nochmal Beruf gelernt. Also ich habe tatsächlich, bin studierte Ökonomin, ich habe Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert. Ich habe lange Jahre, 15 Jahre tatsächlich als Wirtschafts- und Finanzjournalistin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Meine Spezialthemen waren Banken, Finanzkrisen, Staatsverschuldung, Geldpolitik, Inflation, diese Sachen, Europäische Zentralbank und so weiter, geldpolitisches System. Ich habe dann vor 2 Jahren noch meine Fortbildung gemacht zur Finanzanlagenfachfrau IHK, die ich auch sehr gut bestanden habe. Dann lege ich natürlich auch an. Ich habe auch ganz viele Fehler selber gemacht bei der Geldanlage. Ne? Ich habe mir auch Versicherungsprodukte aufschwatzen lassen, weil ich auch keine Lust hatte, mit 20 mir, 25 mir Gedanken darüber zu machen. Also ich bin auch in diese Fallen getappt. Deshalb rede ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Aber es macht keiner alles richtig. Wichtig ist, draus zu lernen und zu sagen, hey, ich lasse das nicht hängen. Das ist so ein ganz kurzer Abriss, woher ich mein Wissen habe. Ich habe auch eine Weile bei einem Steuerprüfer, bei einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet. Und es ist so, dass ich habe auch ein bisschen Faible dafür. Ich lese gern Geschäftsberichte und ist vielleicht ein bisschen masochistisch, aber ich finde das spannend. Ja, ich finde das spannend. Aber das ist so ein ganzes Konglomerat. Ich bin jetzt auch 50, also weißt du, ich habe jetzt auch schon eine ganze Strecke an Leben hinter mir. Habe mit sehr vielen wichtigen Leuten auch gesprochen über diese Dinge. Habe auch von der politischen Seite schon einiges mitbekommen. Also das ist so der Roundup. Okay? So. In Rente. Ach, in Rente. Okay, Luftschloss. Du wirst dann in Rente gehen. Ja, auch dann kommt es drauf an, was hast du noch sonst so im Portfolio? Ich kann dir da nicht einfach so was sagen, aber 9 Jahre bis zur Rente. Und dann kommt es auch drauf an, willst du dann davon leben, von dem, was du jetzt noch ansparst, oder ist das nur so on top? Also da gibt es vieles zu bedenken, ne? Das kann ich dir nicht einfach mal so sagen. Okay, Sven hat noch was geschrieben, Captain. Bei Kriegen oder Weltwirtschaftskrisen können Indizes wie der DAX oder der Jones extrem fallen. Sie steigen dann aber auch wieder. Genau. Und genau das ist der Punkt, ne? Langfristig anlegen, mindestens 15 Jahre, weil dann hat man tatsächlich historisch gesehen, hat man eine Durchschnittsrendite pro Jahr. Nicht im einzelnen Jahr, im Durchschnitt. 6%. Und das ist ziemlich cool, wenn wir überlegen, dass wir heute ja null Zinsen haben, ne? Kinderbetreuung, sehr cool. Mach weiter so. Ja, danke schön. Okay. Was machst du denn heute? Ach so, was mache ich heute? Ja, ich mache das, was ich hier mache gerade. Ich bin Geldcoach für Frauen. Seit 2 Jahren arbeite ich als Geldcoach für Frauen. Ich blogge, ich gebe Online-Kurse über Geldanlage, über den guten Umgang mit Geld und ich halte Vorträge. Ich mache Social Media für euch und ich möchte, um das mal kurz zu sagen, Influencerin, ja, Influencerin, aber ich möchte vor allen Dingen Geldwissen, Geldbildung unter euch bringen, unter Frauen bringen vor allen Dingen. Und das ist so eine Aufgabe, die ich mir jetzt selber gegeben habe, weil ich mit meinem Journalismus nicht mehr so zufrieden war. Ich habe so viel
über Banken berichtet und bin doch sehr frustriert, was letzten Endes die Politik aus all diesen Krisen und wichtigen volkswirtschaftlichen Zusammenhängen macht, nämlich meiner Meinung nach nicht das Richtige. Wir bräuchten einen Reset des Bankensystems, aber den werden wir nicht sehen. Und das hat mich so frustriert, dass ich gesagt habe, nein, ich mache jetzt nur noch meinen eigenen Journalismus. Werde Geldcoach für Frauen und versuche die Frauen und auch euch Männer zu stärken in dem Wissen, was ihr habt über Wirtschaft, über Finanzen, über Geldanlage. Weil dann fordert ihr das, dann erstens geht ihr dann besser mit eurem Geld um und zweitens pusht sich das System vielleicht dann von unten mal neu. Und es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es macht mir sehr viel Spaß. Morgen geht's zur Sparkasse. Okay, zur Sparkasse. Na gut, dann was machst du denn bei der Sparkasse Luftschloss? Okay, ich bin zu spät. Ja, Zuckerpudel, macht nichts. Guck es dir nochmal nach. Okay? Ja, danke, Zuckerpudel. Da, danke für gestern. Ja, guckt euch das an. Da ging es um Riester-Rente. Da habe ich mal einen Riester-Vertrag, die Bestandsmeldung mir angeschaut und für euch durchgerechnet. Und das war ziemlich erschreckend. Ne? Okay. Also, das mache ich heute. Ich bin euch für euch da und ich möchte, dass ihr mehr über Geld wisst. Ach so, was ich auch möchte, dass ihr lernt oder dass ihr einfach merkt, dass so Finanzen, dass das total Spaß machen kann. Dass das wirklich Spaß machen kann und dass das viel Freude ins Leben bringt. Vor allen Dingen bringt es Sicherheit ins Leben. Es bringt Ruhe ins Leben. Es bringt Kraft ins Leben, weil ihr eure Finanzen und wenn ihr sie unter Kontrolle habt, da kann euch einfach nicht mehr so viel umhauen. Und dann geht es euch auch besser. Es stärkt euch, es stützt euch. Und die Anfänge mit Geld anzufangen, ja, die sind vielleicht manchmal ein bisschen haarig und ein bisschen anstrengend. Aber wenn ihr das einmal angefangen habt, dann geht das super weiter. Echt, das kann ich euch versprechen. Das ist genau das, was ich bei ganz vielen Frauen sehe, die mit mir zusammenarbeiten. Danke für die Herzen. Genau, ich nehme das als Zustimmung. Wenn ihr einmal damit anfängt, fangt, das ist einfach so ein positiver Punkt im Leben, seine eigenen Finanzen, sich auszukennen, zu wissen, was man hat, wo was hingeht und Vermögen aufzubauen. Wenn die Zahlen auf dem Konto steigen und dem Depot steigen, ist echt cool. Das kann ich euch nur sagen. Da kannst du dich nur anschließen, Anne. Ja, genau. Okay, ja, mir machen Finanzen tatsächlich auch viel Spaß. Ja, mir auch, mittlerweile. Und das macht auch Spaß, wenn wir das zusammen machen. Also dieser Community-Gedanke, dieser Austausch untereinander, der macht über auch Finanzen total viel Spaß. Und das finde ich auch ganz schön. Das finde ich ja auch ganz schön bei Instagram. Okay, so, jetzt habe ich schon wieder so lange erzählt. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, Ansparplan, okay. Deka, oh, Luftschloss. Bevor du mit zur Deka einen Ansparplan machst, lies lieber noch mal ein bisschen was zur Deka. Die Fondstochter der Sparkassen. Also lass dir keinen teuren Versicherungsmantel aufschwatzen, kann ich da bloß sagen. Lass es dir alles durchrechnen bei der Sparkasse. Lass dir die Kosten offenlegen, die Provisionen offenlegen. Die sollen dir genau sagen, was dich der Vertrag beim Abschluss kostet, was er dich ständig kostet und wo dein Geld genau hingeht. Okay? Lass dir das alles sagen und dann lässt es dir mitgeben, bitte. Und dann gehst du nach Hause und rechnest es dir dort ordentlich nochmal durch. Nicht sofort unterschreiben. Okay? Also, prima. Ich sage ja schönen guten Abend. Ich trinke ja noch einen Schluck. Morgen sehen wir uns. Dann wird sich vielleicht die eine oder andere Frage noch mal klären, von wegen, was ist denn jetzt gut für uns und wo sollten wir lieber noch dreimal hingucken und es vielleicht lassen. Okay? Also, huch, was ist mit der Deka? Ja, also die Deka ist die Fondstochter der Sparkassen und die Deka ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie die besten Fonds auflegt. Okay, und die Versicherungen verdienen einfach wirklich viel dran, weil die Provisionen an die Deka sehr hoch sind und die Provisionen nehmen sie aus euren Beiträgen. Lass dir das wirklich zeigen. Also da stehen gut ein paar tausend Euro auf der Uhr, die du da an die Fonds, also über deine Beiträge an die Sparkasse und die Deka weiterreichst. Ne? Ja, guter Hinweis, mehrere Banken vergleichen, auf jeden Fall nicht nur zur Sparkasse gehen, okay? Die Sparkasse wird dir auch nur Deka-Fonds anbieten. Frag die Sparkasse, ob sie dir einen ETF-Sparplan einrichten kann. Frag sie. Das wäre eine coole Sache. Also Exchange Traded Funds. Versuch es. Aber nichts unterschreiben sofort.
Geh wieder nach Hause und guck's dir an. Okay? Prima. Also, danke für die Zeit. Ja, gern geschehen. Also, bye bye. Okay, das lasse ich mal so stehen mit der Abzocke. Ihr müsst echt aufpassen, ne? Ach, liebe Geldfrau, hier kommt noch eins. Könntest du noch was zum Zeitpunkt der Gewinnausschüttung bei thesaurierenden ETF machen? Ah ja, okay. Ja, schreibe ich mir auf. Okay, mache ich. Also, tschüss, tschüss. Bis morgen, ne?